Moin Leute zusammen, heute am Start mit SimCity natürlich. Was denn sonst, Leute? Ja, bei der letzten Folge haben wir hier die ganzen Bildungen gemacht. Hier, wir können mal ransummen hier schön. Da! Oh, cool. Das ist jetzt die Hochschule, die allgemeine Hochschule. Das ist das Gymnasium. Da haben wir eigentlich sehr fett gebaut, muss dazu sagen. Wir haben auch 123.000 Simoleons und verdienen 9.600 pro Stunde. Unsere Stadt wächst und wächst. Man sieht es hier. Sie wächst in voller Blüte, meine lieben Damen und Herren. Ja, ich habe mir irgend so eine Nissan-Pack runtergeladen, wo man hier irgendwelche fetzigen Autos haben kann. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das ist oder ob ich das jetzt schon habe. Weil das Ding ist einfach nur, ich weiß nicht, mit welchem Patch man das einfach bekommt. Oder wie auch immer. Oh, gute Frage, nächste Frage, oder? Ja, ein Kumpel hat noch gesagt, ich soll neben der, weil die Keime, die regen sich ja die ganze Zeit über die Keime auf, dass ich eine Pumpstation hinmache, eine Filterstation. Das, jeder braucht Wasser vom Boden, wenn er verschmutzt ist eben halt. Und die nölen ja so oder so die ganze Zeit rum. Deswegen denke ich mir mal, dass ich hierhin so eine Pumpe mache. Ist das so eine Pumpe? Oder ist das so eine Pumpe, so eine Filterpumpe? Und dass die hier nicht mehr rumnölen. Wegen. Wir haben hier verkeimtes Wasser. Ja. Kommen wir jetzt mal zu News. Ja, wir können eine Universität bauen, meine lieben Leute. Universität und. Oh Leute, ich habe zu wenig Geld, ich weiß es nicht. Dass ich mal zu wenig Geld habe. Wir machen auch wieder Geschwindigkeitsstufe 3. Natürlich machen wir das. Ich sehe eine Straße, die nicht ausgebaut ist. Was ist denn da los? Straße hinweg mit dir. Da auch. Habe ich gar nicht so richtig ausgebaut. Letztes Mal. Oder nicht perfekt. Gut, man sieht auch nicht jede Straße, muss man dazu sagen. Aber die kleine Straße sehe ich hier und ich da auch. Ja, da habe ich eine ganze Reihe nicht ausgebaut. Das ist scheiße. Ich kann mein Rathaus wieder ausbauen, sehe ich gerade. Bauen wir das auch mal schnell aus, würde ich sagen, oder? Upgrade. Was ist denn? Schnee, hat jemand mal ein Taschenbuch? Ja, kann ich mal 75.000 als nächstes Upgrade. Boah. Jetzt ist eben die Frage, wir haben eine Versorgungsabteilung und eine Bildungsabteilung. Was ist jetzt die Frage, ob wir jetzt auf Sicherheitsabteilung gehen? Kriegen wir eben eine größere Krankenhaus und so ein Scheiß? Oder wir gehen eben aufs Finanzamt? Also wie gesagt, das ist jetzt für die nächsten 35 Einwohner, ist es eben halt. Oder wir gehen eben wieder auf die Verkehrsabteilung. Das ist eben die Sache, hilft schon für uns. Uns für die zweite Stadt, aber es können wir auch für die zweite Stadt erst bauen. Das ist das Ding. Tourismus ist auch schön und gut, aber ich bin eigentlich schon fast dafür, dass die Sicherheitsabteilung hinkommt und ich baue auch die Sicherheitsabteilung hin. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Ist einfach so. Gut. Da waren wir hier noch bei den alten Straßenbauten. Es tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit hier die Straßen hier ausbauen muss, aber es gehört leider dazu. Die Infrastruktur muss gut hinhauen. Dönerbude, die Generatoren einer Sicherheitsabteilung wurde gebaut. Was ich mir noch überlegt habe, wenn wir jetzt mal mit dieser Stadt sehr weit sind, ich werde diese Stadt auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Prozessor-Petition, geiles Ding. Ich werde auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich ein längeres Play werden, weil ich jetzt richtig wieder Bock drauf bekommen habe. Vielleicht machen sogar auf Kumpels mit, zum Beispiel hier Breaker, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ich glaube aus LOL. Oder Dennis, eben Schinken. Vielleicht macht der auch noch mit. Und dass wir hier eine größere Stadt hier eben umherbauen. Und jetzt mal auf den Punkt zu kommen, ist eben halt, dass ich jetzt auch noch eine andere Städte bauen werde, wahrscheinlich. Und mir auch überlegt habe, dass ich wahrscheinlich so eine richtige Bekämpferstadt machen will, so eine richtige Polizei bauen will und dann am Ende eigentlich dieses Ding bauen will. Wenn wir das oder mehr. Okay.
Das ist Chance. Kann man hier noch eine zweite bauen? Müsste ich hier, glaube ich, den Weg erweitern, oder? Dass ich noch eine zweite bauen kann. Ja, ich baue jetzt erstmal eine zweite hin. Die verbrennen will ich eigentlich noch nicht. Ich könnte es natürlich auch hier so einen Dings hinbauen. So ein Recycle-Ding. Aber ich weiß nicht, ob das sich so lohnen wird. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das baue ich noch nicht hin. Weil ich habe was vergessen. Ich muss erst leider, wenn es auch bitter ist, diese Universität bauen. Wenn es leider so ist. Ich will mal schauen. Wir geben für die Bildung alleine schon 6.000 aus. Wir dienen aber 24 Stunden für 24.000 pro Stunde. Ja. Schon krass, wenn ihr euch mal überlegt, was wir eigentlich hier verdienen. Ist eigentlich schon heftig. Muss ich sagen. Hier, die ganzen Häuser bauen sich gar nicht aus. Eigentlich wirklich schade. Was machen wir da, Leute? Ich denke, wir bauen hier ein Park hin oder was? Bisschen Natur muss sein, sag ich immer. Immer und immer wieder. Ich bin auch heute ein bisschen fertig, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt auch nicht so viel laber. Weil ich heute Sport gemacht habe. Der Hütte macht Sport. Ja, der Hütte macht Sport. Aber, boah, das war so krass, das Training. Da habe ich gejoggt. Eigentlich gejoggt. Fahrrad gefahren, eine Liegestütze gemacht. Handeltraining gemacht, Liegestütze. Boah, das hat schon gelaugt, muss ich sagen. Mangel an Arbeitern. Ja, tut mir leid, liebe Leute. Warte mal, ich kann euch hier die Statistiken anrufen. Wie war das hier so? Was hier? Ja. Teils. Arbeitslose. Null. Ja, richtig geil. Wir haben null Arbeitslose, Leute. Nicht besetzte Jobs. Im Prinzip habe ich wirklich zu wenig Arbeiter, aber ich habe keine Arbeitslose. Fetz. Ja, finde ich jetzt geil, muss ich sagen. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich hier EK hier Dings bauen soll. Hier, wie heißt denn nur? Och, Hütte, komm auf den Punkt. Ah, ich weiß nicht mehr. Jetzt will hier schon was dicht. Weiß nicht, was die jetzt von mir die ganze Zeit wollen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch extra sauberes Wasser schon gemacht. Das Wasser ist wirklich sauber. Ich dachte, sind wir? Oh, wir sind Oktober. Wir sind Oktober, es wird ein bisschen kälter. Boah, es wird ein bisschen kälter. Aber was macht uns das Handeldepot so? Ich glaube, das ist ein bisschen schwachsinnig, das Handeldepot, meiner Meinung, oder? Wir haben hier Versandlager. Wir haben wirklich nur Versandlager. Naja, wir bauen ja auch nichts anderes immer. Das ist eigentlich schon schade, wenn man es mal so nimmt. Prozessorabteilung kann ich bauen. Sie, heutzutage scheint es Prozessoren für alles zu geben. Sie sollten zum Hauptlieferanten werden. Verwenden Sie Legierung und Plastik, um Prozessoren herzustellen, die Sie dann per Handelsdepot auf den Weltmarkt verkaufen können. Ich werde wahrscheinlich mit Prozessoren wahrscheinlich machen. Das werde ich wahrscheinlich tun, aber ich brauche erstmal Leiter bei der Universität. Müssen hier mal leider die mal 1000 Schüler mal reingehen. Oder heute unterrichtete Sims müssten 1000 leider mal hingehen. Ist leider so. Muss so sein. So, was haben wir bei der Bildung hier überhaupt? Haben wir irgendwelche Städte hier oder keine oder Plätze, die überhaupt keine Bildung haben? Ja, die da unten. Keine Bildung, das ist gerade. Leute, so geht das ja mit euch hier nicht weiter. Ihr wohnt in meiner Stadt und bekommt keine Bildung. Was ist denn da los? Kann ich hier nichts mehr hinbauen oder was? Oder warum ist das jetzt hier so komisch? Weil das so schief ist. Anscheinend, oder? Für einen langen Tag traut es vor allem Glück allein. Ach, hast keine Freundin. Ja, das tut mir ja leid. Das tut mir ja wirklich leid. Aber ich kann nichts dazu. Was hier? Mal sehen, 200 Grad. Ach was, echt drehen auf 400 Grad auf. Spaß. K
Geh raus aus dem Haus. Geh raus, Junge. Raus. Zu wenig Platz zum Dichterhaus bauen. Schon scheiße eigentlich, muss ich sagen. Ja, wenn die Dichte schon so hoch ist, bin jetzt wirklich an überlegen, ob ich die Straße einfach hier mal wegnehme. Müssten die sich doch eigentlich ausbauen können, oder? Oder haben die hier nichts, oder was? Verstehe ich nicht. Ach, die haben anscheinend hier gar nichts. Die haben hier keinen. Na hier, Leute, mal. Baut euch mal aus. Ach, hier baut sich jetzt gerade ein Haus aus, oder was? Achso, oh. Ja, jetzt, wie das alles weghämmern wollte ich nicht. Schon irgendwie scheiße, was ich gerade gemacht habe, aber. Denkst du, es wird unfehlender Strom? Oh, 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 oh. Müssen wir hier mal Strom bauen. Eindeutig. Aber wie gesagt, ich will ja eigentlich hier drauf gehen, erstmal. Aber das Ding ist eben halt, da müssen auch meine Leute alle mitspielen. Das ist schon mal klar. Oh, oh nein, ich will nicht gehen. Das wollte ich gar nicht machen. Ah, ist natürlich auch kein Strom, oder? Richtig, ey, 94, Leute, ey. Enttäuscht mich überhaupt nicht. Ah, die haben keinen Strom. Ah, die Stadt braucht Strom. Ja, ich weiß. Es ist Nacht, leider. Ja, das ist dann eben der Nachteil an, an Solar eben halt. Es ist dann wirklich eben der Nachteil, weil du wirklich gar nichts machen kannst. Aber hier ist so Ölkraftwerk, will ich jetzt nicht. Da will ich drauf gehen, da will ich drauf. Ganz schuld kein Strom, Alter. Schon krass, ey. Ja, jetzt müssen alle ohne Strom auskommen, das ist wirklich krass, wenn man sich so vorstellt. Wollen wir mal hier schön ins Nachtleben reingucken? Oh, was ist ab, was geht ab? Ich möchte allgemeine Hochschule erweitern. Sehen Sie es an, was ist möglich. Bearbeiten, was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn haben? Weißt du, angemeldete Sims. Lol, das gehen alle zur Schule. Krass, Scheiße. Warte mal. Ja, die haben alle keinen Strom. Bearbeiten. Ich hab gar nichts hier. Ich kann hier nur das Wohnheim hinbauen. Aber ehrlich gesagt, ich will jetzt hier nicht Miese Peter sein, aber hier sieht sich denn und was ist denn mit dem Wasser jetzt auf einmal los? Aber jetzt kein Strom hat. Ach, klasse. Ah, das wird jetzt problematisch. Es muss schnell Tag werden. Das wird natürlich schnell problematisch. Kein Wasser, kein Strom. Ah, Strommangel. Au, tust du mir sowas an? Ja, ich würde uns erstmal unsere Stadt hier mal anschauen. Ich finde es eigentlich schön. Bank kann man hier. Eigentlich ist hier recht schön. Hier würde ich auch gern wohnen. Und er freut sich hier. Jemand hat etwas von einer Universitätsstadt gesagt. Ich kann es kaum klappen, das all zu sehen. Ja, ach, da hinten ist jemand happy. Was ist denn mit dir los hier? Hallo Bürgermeister, wir glauben, dass Sie mit der Show wirklich tolle Arbeit leisten. Wenn Sie es schaffen, die Sympathie noch weiter zu steigern, bekommen Sie uns vielleicht ein kleines Geschenk. Glauben Sie, dass Sie die Herausforderung gewachsen ist? Natürlich, Junge. Ja. Sympathie. Mein Freund. Ja, ich weiß, dass Sie gerade singen, weil. Geht zu viele Keime. Wir haben zu wenig Kunden. Oh, 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 Strom, 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 Strom. Mal so von so die Stadt zu sehen. Schon komisch, finde ich meine Meinung. Und der Strom geht los. Zieh, zieh. Machen wir hier noch so ein Feld hin.
Sieh, Peter, komm! Ja, das heißt jetzt Peter. Aus irgendeinem Grund. Strom fällt das, Peter. Oh, mein Timer klingelt. Naja, Leute. Ja, bis hier der ganze Strom sich wieder eingeregt hat, seht ihr wahrscheinlich noch in der nächsten Folge. Und wir hören uns und sehen uns. Euer Hüter. Bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Ciao.